ja, so ein paar mehr Schwierigkeiten gezielt abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, weil bei uns halt mehrere Faktoren da zusammenkommen, hormonelle, dann äußere Einflüsse, Stress, dann lagern wir ganz, ganz schnell Wasser ein, ja, also viel, viel schneller als die Männer zum Beispiel. Die Männer können schneller Muskeln aufbauen, weil sie mehr Testosteron haben als wir Frauen, ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Körper mit allen notwendigen Nährstoffen versorgen, die er braucht, weil er dadurch halt einfach besser arbeiten kann. Ja, ihr müsst euch das vorstellen, wie man sagt ja immer, wir müssen ganz viel Wasser trinken, ja, weil der Körper besteht zu 80% aus Wasser. Trinken wir nicht genug Wasser, können die Organe nicht richtig arbeiten. Man bekommt trockene Haut, man bekommt spröde Lippen, man bekommt trockene Haare, man bekommt Hautausschläge, ja. Und genauso ist es auch mit den Mikronährstoffen. Wenn ihr also versucht abzunehmen, ja, versucht dem Körper ja was zu entziehen quasi. Aber was wollte ihm denn, wie soll er denn Fett abbauen, wenn er überhaupt gar nicht den Brennstoff hat? Ja, das ist wie so ein Motor. Wenn der Motor kein Benzin hat, wird das Auto auch nicht fahren. Und genauso ist es mit dem Körper und zum Beispiel den Ballaststoffen. Die Ballaststoffe regen nämlich die Darmtätigkeit an, ja. Die Darmschleimhaut nimmt die Nährstoffe besser aus. Ja, das ist zum Beispiel im Komplett. Im Komplett sind ganz, ganz viele wichtige Ballaststoffe drin, die dafür sorgen, dass der Stoffwechsel in Gang geworfen wird, ja. Makronährstoffe, pflanzliches Protein haben wir drin, komplexe Kohlenhydrate, ja. Warum komplexe Kohlenhydrate? Der Körper braucht länger, um es zu verwerten. Das heißt, der Körper ist beschäftigt. Ja, der Körper ist lange satt, weil es komplexe, das Wort komplex bedeutet ja, so eine Form wie kompliziert, ja, nicht einfach, bedeutet, der Körper ist länger damit beschäftigt. Dann haben wir das pflanzliche Protein, wird auch nochmal ganz anders verstoffwechselt als das tierische Protein zum Beispiel. Ja, das ist, wird ganz anders vom Körper verwertet, verstoffwechselt. Dann haben wir ja bei allen Produkten von Juice Plus noch die Bioverfügbarkeit. Ja, ich weiß, das ist nicht für jeden im Begriff, müsst ihr auch nicht wissen. Ihr müsst nur wissen, Bioverfügbarkeit bedeutet, das, was oben reinkommt, ja, was davon auch wirklich im Körper drin bleibt. Ja, bedeutet also, wenn ihr ein Complete Shake oder eine Complete Mahlzeit esst, ja, habt ihr von dieser Complete Mahlzeit 98% Verwertung. Ja, bedeutet vielleicht 2%, 2 bis 5% werden wieder ausgeschieden. Bedeutet, alles andere Nährstoffe werden wirklich vom Körper verarbeitet, verbraucht. Und das ist auch das, warum das Komplett im Endeffekt satt macht. Ja, weil der Körper sich damit beschäftigt. Und genauso komme ich jetzt noch kurz auf die Omega-Kapseln zu sprechen. Da gehe ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail. Wollte Einfach nur, erst dass ihr versteht. deinen Booster machen, dass er so ein bisschen im Ach so, Kopf. ja, genau, mach erstmal den Booster, genau. Also, Nila hat ja jetzt über das Complete schon viel gesagt, ne, und damit ersetzen wir quasi eine Mahlzeit, beziehungsweise nehmen eine zusätzliche Mahlzeit zu uns, je nachdem, was wir dann an der Stelle für uns erreichen wollen, um halt einfach den Fettstoffwechsel irgendwie anzuregen, beziehungsweise den Muskelaufbau zu fördern. Was ihr jetzt machen könnt, das ist richtig cool. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, den Booster. Also, ich habe ihn immer zu Hause. Der geht so, ich habe den jetzt leider nicht hier, weil ich gerade nicht zu Hause bin, aber das ist einfach so ein kleines, die Nila hat ihn, zeigten euch. Das ist einfach so ein kleines Tütchen mit Pulver drin. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel an einem Punkt seid mit dem Complete, wo ihr sagt, boah, es geht mir nicht schnell genug oder ich möchte schneller Muskeln aufbauen oder, kann man halt unterstützen. Also es gibt ja super viele Booster auf der Welt. Genau, das ist der Booster. Das ist keine Ingwerknolle da vorne drauf, das ist die Cognacwurzel. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Also, das ist halt ganz cool, weil es gibt super viele Booster auf der Welt und ich glaube, ich habe schon x Booster genommen, wo mir die ganze Haut gekribbelt hat, weil diese Durchblutung so krass wird und da halt Chemie drin ist und so. Und der Booster ist nicht so ein Booster, wie man sich das so vorstellt, dass man jetzt so denkt, so ja, der ist dafür da, um halt, ne, dass die Haut so Sportbooster, so mäßig, so ist der nicht gedacht. Der Booster ist dafür gedacht, dass man halt einfach nochmal, wenn zum Beispiel der Stoffwechsel grundsätzlich was langsamer ist durch die Schwangerschaft oder wenn man jetzt wirklich Probleme hat durch eine Unterfunktion der Schilddrüse oder auch eine Überfunktion, das kann ja auch gerne mal sein, dass man dann zunimmt oder halt der Stoffwechsel anders ist, dann reguliert der einfach so ein bisschen den Stoffwechsel. Der unterstützt nochmal halt einfach den Körper, den Proteinaufbau zu Abbau, sorry, den Proteinabbau zu verlangsamen. Bedeutet also, Proteine werden länger in euren Muskeln und so weiter gelagert und verschnellert aber den Kohlenhydratabbau. Bedeutet also, Zucker wird schneller abgebaut. Und das halt auch einfach, also nicht nur für Fälle, wo man jetzt so sagt, okay, ich habe da jetzt wirklich Probleme mit, ich nutze den auch, ich habe nicht so Probleme mit dem Stoffwechsel und ich nutze den aber einfach für mich,
weil wenn man mal irgendwie, also ich, bei mir ist es auch so, ich esse auch gerne zu viel, so, wenn ich dann mittags, dann haue ich mir so übertrieben viel rein, so, weil morgens ein Shake, mittags so voll den Teller und man kann ihn halt so eine halbe Stunde vom Essen nehmen und dann füllt sich der Magen um 30% und du hast halt einfach das Glück dann, dass du 30% weniger isst, ja, und das ist für mich zum Beispiel voll sinnvoll. Oder auch, wenn ihr so sehr ausgelaugt seid und schlapp seid, da ist halt sind halt homöopathische Mengen an Koffein drin, aber durch diese ganzen Mikronährstoffe, Gazapa-Wurzel, Cognac-Wurzel und so weiter, was da alles drin ist, wirkt das anders im Körper und ist besser als jeder Kaffee. Also der Booster macht, also Kaffee wirkt bei mir eh nicht mehr, keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber bei mir auf jeden Fall nicht, weil ich einfach zu viel davon trinke. Und der Booster wirkt bei mir immer. Und zum Beispiel, ich habe auch super viele Mädels oder Jungs auch, die Migräne haben, ja, und bei denen wirkt der Booster gegen die Migräneattacken, weil der das Hirn einfach auf eine andere Art und Weise mit Koffein füllt und so weiter und den Körper und halt auch alles andere, was da drin ist, einfach sich verbessernd auf so eine Migräneattacke auswirkt. Ja, also bestimmt, ich habe bestimmt 5 oder 6 Mädels und Jungs, die da einfach das immer nutzen und vorher sich halt voll die Hammer-Tabletten, weil jeder, der Migräne hat, weiß, wie scheiße das ist. Und manche haben das ja wirklich regelmäßig. Und für solche Dinge ist einfach der Booster nicht unbedingt, um jetzt, weiß ich nicht, groß, also klar, auch um den Stoffwechsel anzuregen, aber es geht nicht immer um dieses Sportbooster-Ding, sondern der kann halt einfach viel mehr, der schimpft sich halt nur Booster. Und deswegen feiere ich den, also es sagt immer, dass so das i-Tüpfelchen vom Complete. Also wenn man das Complete nutzt und sagt, man kommt damit gut klar, dann sollte man auf jeden Fall mal den Booster ausprobieren, weil damit geht einfach alles schneller, was du für dich erreichen möchtest. Egal, ob das der Muskelaufbau ist, abnehmen ist, ob du weniger essen willst, weniger Heißhungerattacken, ja, kriege ich damit auch richtig gut in den Griff. Oder halt so Migräne-Sachen und so, wird dadurch auf jeden Fall verbessert, weil die Durchblutung auch besser ist und so weiter. Genau. Wir haben ja noch die Caps, ne? Ich fange jetzt einfach mal an mit den Obst-Gemüse-Beeren-Caps und super viele Mädels haben ja in der Gruppe da einfach schon gefragt, so, ja, was ist denn jetzt Obst-Gemüse-Beeren, ne? Und was sind eigentlich die Caps? Und wir hatten ja heute erst, ich weiß gar nicht, wie es genau war, auf jeden Fall hatten wir ein Mädel, die gesagt hat, boah, ich habe das, Haarausfall etc. etc. und muss mir jetzt irgendwas in der Apotheke holen, fühle mich total schlecht, ja. Solche Dinge wie Neurodermitis, Haarausfall, Eisenmangel und so weiter sind ja eigentlich nur das Ergebnis einer Mangelernährung. Weil woher soll das sonst kommen? Ja, wenn ich einen Eisenmangel habe, dann nehme ich zu wenig Lebensmittel mit Eisen zu mir. Da hatte ich übrigens auch jahrelang, Leute, weil ich einfach so wenig Fleisch esse und es nicht ausgeglichen bekommen habe mit meiner Ernährung. Ja, wenn ich Haarausfall habe, ist das auch einfach nur vom Körper ein Hallo, ich habe eine Mangelernährung. Ja, da stimmt irgendwas nicht, da fehlt was an Mikronährstoffen. Und genauso mit der Haut, ja, entzündliche Prozesse oder generell so Pickel auf der Haut. Die Haut ist das größte Ausscheidungsorgan des Menschen. Die lässt darüber alle Toxine raus, ja. Und wenn ich viele Pickel habe, wenn ich das eine Zeit lang habe, so eine Woche und dann sind die weg, ist es in Ordnung, weil dann hast du einfach eine Entgiftung durchgemacht. Aber hast du jetzt dauerhaft immer unreine Haut, bedeutet das, dass dein Körper super viele Gifte im Körper hat. Ja, also egal, ob es so Schwermetalle sind oder keine Ahnung, einfach Sachen, die auch äußere Einflüsse einfach in uns auslösen, beziehungsweise auch, wenn man mal einen Apfel nicht wäscht, ja, der war gespritzt, hast du auch wieder irgendeinen Blödsinn im Körper. So. Und das Ganze, was wir machen, beruht nicht darauf, irgendwie jetzt zum Beispiel die Caps zu nutzen und dann kein Obst und Gemüse mehr zu essen, ne? Oder das will ich gar nicht sagen, aber sie unterstützen uns halt, die Lücke zwischen dem, was wir tatsächlich essen und dem, was wir eigentlich essen sollten, zu schließen. Und wenn du so Sachen hast wie Haarausfall, Nägel brechen ab oder unreine Haut oder so, bedeutet das immer, dass irgendwas nicht stimmt im Körper. Und mit den Mikronährstoffen, also ich erkläre das mal ganz kurz, grün ist einfach zur Entgiftung, also merkt euch, grünes Gemüse entgiftet übelst gut. Wenn ihr mal eine Entgiftung durchmachen wollt, deswegen zum Beispiel diese ganzen Detox-Smoothie Kuren, sage ich jetzt mal, sind ja meistens mit einem grünen Smoothie immer angepriesen, ja, also wie oft hört man das in der Werbung, sieht das in der Werbung, ja, grüner Smoothie, Detox und so weiter, ist wirklich so, also grünes Gemüse entgiftet den Körper richtig geil, ja, wenn ihr mal entgiften wollt, ein grünes Gemüse, auch hier mit den Caps unterstützend halt entgiftet. Rot baut die Zelle, also schützt, ich kann heute nicht sprechen, baut die Zelle auf, weil ich war richtig, Rot baut die Zelle auf, rotes Gemüse, wie soll ich das sagen, wenn ihr eine Zelle habt und die ist geschädigt durch irgendein Toxin, ja, dann schließt es die Lücke quasi wieder. Also Obst, rotes Obst, immer sehr, sehr gut. Beeren schützen die Zelle. Man sagt, Ü40 sollte man vermehrt Beeren zu sich nehmen. Warum? Weil die Antioxidantien ohne Ende enthalten. Bedeutet also,
schützt die Zelle vor äußeren radikalen Einflüssen und so weiter, auch was wir über die Nahrung so aufnehmen, ja, was wir uns auf die Haut schmieren. Wir schmieren uns jeden Tag Creme und irgendein Shampoo auf die Haut. Ja, das geht alles rein in unseren Körper und das schützt die Zelle einfach vor schlechten Einflüssen, sage ich jetzt mal. Und vor allem auch für die Haare. Ne? Also ich glaube, ich kann da auf jeden Fall ein Lied von singen, jahrelang blondierte Haare, Katastrophe, fragt mich nach Sonnenschein, Alter, so schlimm. Ich meine, optimal sind meine Haare immer noch nicht, aber ich kann euch sagen, dass ich meine Haare so kurz abgeschnitten habe und das erst vor ein paar Monaten. Letztens noch die Isa gesagt, sind deine Haare länger geworden? Wir haben uns ein paar Monate nicht gesehen. Also es geht richtig krass schnell, wenn man einfach da die richtige Mikronährstoffbasis hat. Genau. Meine Mama nutzt die Kapseln zum Beispiel auch und da sieht man auch wieder, dass wenn der Stoffwechsel verlangsamt ist, auch was mit der Mikronährstoffbasis nicht stimmt. Weil meine Mama zum Beispiel ist jetzt mittlerweile 55 Jahre alt und mit 55 nach 3 Kindern in den Wechseljahren funktioniert das mit dem Stoffwechsel noch schlechter als bei uns jetzt gerade. So nach der Schwangerschaft kann ich auf jeden Fall bestätigen und die immer gemeckert hier und da und dann nutzt sie die Caps und nimmt innerhalb von 2 Wochen 3 Kilo ab, ohne dass sie anders gegessen hat, ohne dass sie anders irgendwie Sport gemacht hat oder irgendwas. Das zeigt einfach, dass das Ganze auch nochmal den Stoffwechsel ankurbelt, ja. Weil alles zusammen funktioniert am besten. Die Mädels fragen mich dann auch immer, ja, kann ich nicht nur die Berries? Kann man schon machen, auf jeden Fall, so für Haut, Haare, Nägel auch sinnvoll, aber alles zusammen funktioniert halt am besten, weil man muss sich immer bedenken, wenn man zum Beispiel Eisentabletten nimmt, nimmt man die eigentlich immer mit einem Vitamin-C-Präparat zu sich. Warum? Weil Vitamin C das Eisen besser im Körper ankommen lässt. Und so ist es halt eigentlich mit allen Mikronährstoffen. Alle Mikronährstoffe gehen Hand in Hand. Und wenn wir einen Mangel an dem einen Mikronährstoff haben, kann das andere nicht so gut im Körper ankommen. Und das ist halt der Grund, warum das dann so ins Ungleichgewicht gerät. Ja? Ich esse super viel Obst und Gemüse, aber ich habe trotzdem meinen Eisenmangel nicht in den Griff bekommen. Ja, und das wirklich seit Jahren. Ich esse schon seit ich 12 bin kaum Fleisch mehr und auch kaum Fisch mehr. Und seit ich hatte das über die ganze Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft Eisenpräparate genommen und eine richtig krasse Anämie entwickelt, dann habe ich die Juspass-Kapseln genommen, 3 Monate und zack, war mein Eisenmangel weg. Also hat schon Grund, ne? Also es ist halt wirklich krass, was im Körper passiert, wenn man dem einfach die richtigen Sachen gibt und nicht irgendwie nur teuren Urin daraus macht, wie man so gerne in der Apotheke, die ganze Chemie und so, die dann da irgendwie in irgendeiner Konstellation, genau wie Nida sagt, es ist halt hoch bioverfügbar und darauf müsst ihr achten. Ja, weil man kann sich natürlich auch hier und da mal eine Brausetablette einwerfen, aber ich verspreche euch, das ist einfach nur, ihr pinkelt das halt wieder aus, ne? Das ist halt einfach so. Genau. Nila, jetzt noch kurz was zu den Omega-Kapseln, weil die ja auch einhergehen mit den Mikronährstoffen. Genau, Omega-Fettsäuren, wir haben hier die Omega-Kapseln, sind die einzigen veganen Omega-Kapseln, die es gibt auf dem Markt, weil jeder, der das Wort Omega hört, verbindet das wahrscheinlich mit so einem Fischöl oder mit so einer Packung, wo so ein Fisch drauf ist und drauf steht Omega-3-Fettsäuren. Die gibt es in jedem Einzelhandel, sind aber jetzt nicht vergleichbar mit denen von Juspass, weil, wie gesagt, das sind die einzigen, die vegan sind. Warum brauchen wir Omega-Fettsäuren? Erstens, wir können die nicht selber produzieren. Bedeutet, sie sind essentiell. Wir müssen sie über die Lebensmittel zu uns nehmen. Aber Omega-Fettsäuren, je nachdem welche es sind, kommen nicht in ganz so vielen Lebensmitteln vor. Ja? Also Omega-6 habt ihr in den herkömmlichen Lebensmitteln, die man so isst. Ja? Aber 3, 5, 7, 9, das sind Omega-Fettsäuren, von denen haben die meisten noch nicht mal was gehört. Und die sind wirklich super, 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 super wichtig, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Thema Akne, Tanita hat das eben schon angesprochen mit unreiner Haut und Haut ist das größte Ausscheidungsorgan. Ich hatte wirklich eine üble Akne letztes Jahr und ich war wirklich kurz vorm Verzweifeln. Ich habe alles ausprobiert. Ich war beim Hausarzt, Cortisonsalben, Antibiotika und keine Ahnung, was die mir da alles aufgeschrieben haben. Damit habe ich dem Körper eigentlich nur mehr Schaden zugefügt, als zu helfen, weil das muss mein Körper ja auch wieder verstoffwechseln und auch wieder verarbeiten. Dann habe ich die Omega-Kapseln genutzt, 2 Wochen, dann kam wirklich alles raus. Ich sah wirklich richtig schlimm aus. Also wirklich, das ist unfassbar. Ich habe echt gedacht, ach du Scheiße, was geht da jetzt ab? Und nach 3 Wochen konnte ich meine Haut dabei zugucken, wie sie Stück für Stück für Stück für Stück besser wird. Und heute ist es so, ich lege meine Hand ins Feuer für diese Omega-Kapseln. Wenn ich die Omega-Kapseln 2-3 Tage am Stück nicht nehme, kommen die Pickel wieder. Warum ist das so? Omega-Fettsäuren verhindern entzündliche Prozesse im Körper und Akne, das ist ja meistens auch auf der einen Seite hormonell bedingt, da haben wir wieder bei uns Frauen so das Problem, ne?
Oder aber eben auch durch entzündliche Prozesse im Körper, die eben auch von äußeren Einflüssen wieder hervorgerufen werden. Ja? Bedeutet also, Omega-Fettsäuren, super wichtig, wenn ihr zum Beispiel unter Arthrose, Arthritis, Rheuma, ja, Gicht, dann haben wir Omega-Fettsäuren, ja, im Gehirn. Ja, davon haben die meisten noch nie was gehört, aber es ist so. Wir haben Omega-Fettsäuren in der Gehirnmasse, bedeutet also, der Körper braucht Omega-Fettsäuren von außen, um diese natürlich zu verarbeiten. Dann ganz wichtig für Schwangere, ja, jede Schwangere bekommt von ihrem Arzt Omega-Kapseln aufgeschrieben, weil Omega-Fettsäuren sind super wichtig für die Entwicklung des Fötus, für die Gehirnentwicklung, für den Sehnerv, ja, auch bei uns Frauen oder Männern ist egal, ja, der Sehnerv besteht aus Fettsäuren. Für den Blutfluss, ja, so Sachen wie Cholesterinspiegel, ja, wenn man zum Beispiel ganz viel fettig isst, ja, es gibt ja Menschen, die essen gerne fettig, dann ist es wichtig, dass wir die richtigen Fette essen. Nur, wie gesagt, Omega-Fettsäuren kommen halt nicht in so vielen Lebensmitteln vor und wir können, selbst wenn wir wollen, diese Menge gar nicht essen. Das ist einfach so. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist so. Bedeutet also auch, mit den Omega-Kapseln schließen wir eigentlich nur eine Lücke zwischen Soll und Haben. Also alles, was wir hier sagen, heißt jetzt nicht, dass ihr nur die Kapsel nutzen sollt. Ne, das ist nicht das, was wir damit sagen sollen. Aber schon alleine finanziell, ja, wenn ihr jetzt mal einkaufen geht und ihr wollt wirklich die Menge an Makronährstoffen, Mikronährstoffen, Omega-Fettsäuren und was weiß ich, was noch alles da drin ist, zu euch nehmen, kommt ihr bei weitem wirklich, Leute, ihr müsstet beim Biobauern einkaufen, regional, bedeutet also, ihr dürftet auch nur regionales Gemüse kaufen, da ist auch wiederum nicht immer unbedingt jedes Vitamin drin, was ihr eigentlich bräuchtet, ja, bedeutet also, ihr könnt mit den Kapseln und dem Complete einfach wirklich diese Lücke, die wir haben, ja, im Zeitalter 2019 leiden die Menschen auch in Deutschland an einer Mangelernährung, weil es einfach nicht möglich ist, diese Menge über die normalen Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und dafür sind die Sachen da. Die sollen uns helfen, diese Lücke zu schließen und sie sollen helfen, dem Körper helfen, besser arbeiten zu können. Ja, jetzt nicht nur auf das Abnehmen gestützt oder Muskeln aufbauen, sondern wirklich einfach generell einfach gesünder zu leben. Ja, zum Beispiel, ich bin mega krank gewesen, Leute. Wirklich, ihr könnt mal Tanita fragen. Ich habe dir vorgestern eine Sprachaufnahme gemacht. Ich wusste nicht, ob ich reden oder atmen soll, weil beides gleichzeitig ging gar nicht. Ich habe ein Wort gesagt, musste dann erstmal Luft holen, bis ich wieder ein Wort sagen konnte. Ich war echt übelst krank. Ich habe mir einfach wirklich dreimal täglich zweimal die Obst- und Gemüsekapseln eingeworfen. Ich habe keine Medikamente genommen, das mache ich grundsätzlich nicht. Habe wirklich alles nur rein über Gemüsebrühe und Obst und halt eben doppelte Dosis oder fast schon dreifache Dosis von den Kapseln. Und zwei Tage später, heute kann ich sagen, so, ich bin jetzt dann noch nicht zu 100% fit, aber definitiv wieder an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich habe halt den ganzen Tag geschafft, meine Dinge zu erledigen. Und das ist das, was wir langfristig erreichen wollen, dass wir über gesunde Sachen unseren Körper helfen und nicht über chemische oder Konservierungsstoffe oder keine Ahnung, was wir so im Einzelhandel alles da angedreht bekommen. Und? Ja, ist so. Also einfach auch im Alltag, wer von euch geht arbeiten, wer von euch hat ein Kind, ist ja quasi das Gleiche. Ja, und wer von euch ist 8 bis 10 Portionen Obst und Gemüse am Tag? Achso, ich wollte meine Hand nehmen. Okay, keiner. Ist empfohlen, ne? 8 bis 10 Portionen Gemüse am Tag zu essen, Obst und Gemüse. Wer schafft 8 bis 10 Portionen Obst und Gemüse am Tag? Das ist unmenschlich. Früher hatten die Leute nichts zu tun. Hör mal, da saßen die in ihrem Steinhäuschen und haben den ganzen Tag nur Beeren gesucht. Das kann ja heute keiner mehr machen, weißt du, was ich meine? Und das ist halt einfach unterstützend dann dafür, weil im stressigen Alltag, komm mal, wie oft, Alter, wie viele Tage habe ich hinter mir, wo ich nicht mal einen Apfel gegessen habe, ja? Weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, gesund und frisch zu kochen. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, irgendwas Gesundes zu mir zu nehmen. Ja? Wie oft hat sich das? Und das ist halt einfach so ein Airbag. Ne? Für euch einfach zur Sicherheit, also als Sicherheit, dass ihr immer auf dem richtigen Weg seid. Und man merkt es ja nicht heute und nicht morgen. Ja, man merkt es ja auch nicht in 2 Jahren, dass man eine mangelnde Ernährung hat. Aber ey, wenn ich meine Mama sehe,
Und die hat definitiv eine Mangelernährung gehabt, weil meine Mama hat sich zwar immer für Sport und gesunde Ernährung interessiert, aber mit 3 Kindern ist die einfach fast nie dazu gekommen, irgendwas für sich zu tun, fast nie dazu gekommen, irgendwie selber mal was zu essen. Boah, ich weiß, es ist einfach so krass, jetzt, wenn man so als erwachsener Mensch reflektiert. Und meine Mama hat innerhalb von den letzten 5 Jahren locker 10 Allergien entwickelt. Locker. Und das, obwohl sie eigentlich immer Sport gemacht hat und eigentlich sich immer darauf konzentriert hat, angeblich gesund zu essen. Und wenn ich so mit ihr darüber rede, hat sie nämlich eigentlich voll oft gar nichts gegessen. Ja, oder voll oft irgendwie nur so zwischendurch, weil sie mit 3 Kindern nicht dazu gekommen ist und 2 Jobs. Ja, und das ist halt krass, weil ich sehe das so heftig an meiner Mama. Man merkt das nicht heute, wir sind alle jung, man merkt das nicht morgen, aber es haut einen um, wenn man älter wird. Mein Vater, jahrelang, seit er 16 ist, hat er Schuppenflechte. Was ist die Begleiterscheinung von Schuppenflechte? Rheuma. Er konnte sich zeitweise nicht mehr bewegen. Mein Vater hatte aber auch eher einen ungesunden Lebenswandel, muss man sagen. Also wirklich ungesund. Und wo ich mir so denke, ey, jetzt nutzt er die Kapseln und kann diese Rheumatabletten, die x Sachen mit sich bringen, x Nebenwirkungen mit sich bringen, einfach weglassen. Ne? Das muss man sich mal reinziehen. Und der Arzt geht hin und schreibt ihm so Hammer-Rheumatabletten auf, wo der gar nicht auf klarkommt. Und das, wie gesagt, man merkt diese Dinge nicht heute und nicht morgen. Aber ich denke, wenn man nicht in seinen Körper investiert, in was dann? Wir haben keinen zweiten im Schrank hängen. Wir können nicht hingehen, wenn der nicht mehr funktioniert. Ja, dann nehme ich mir den nächsten. Das funktioniert nicht. Wenn der kaputt ist, ist der kaputt. Und man schätzt die Gesundheit immer erst, wenn sie nicht mehr da ist. Und das ist leider dann zu spät, weil man kann sie nicht zurückholen. Sie ist dann weg. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr jetzt auf euren Körper achtet, dass ihr euch jetzt bewusst damit beschäftigt. Weil jetzt ist es nie zu spät. Aber ich sehe es an meiner Mama und meinem Papa, dass man es nicht heute und morgen merkt, meine Mutter ist Marathon gelaufen und alles, aber jetzt kriegt sie ihre Retourkutsche dafür, dass sie halt nicht richtig auf ihren Körper geachtet hat oder früher vielleicht auch noch nicht die Möglichkeit hatte, so in der Form auf ihren Körper zu achten. Und wir haben alle einen stressigen Alltag und wir kriegen das alle nicht hin, so heftig auf unseren Körper zu achten. Allein der Stress macht einen krank, ist einfach so. Und da sollten wir dann wenigstens darauf achten, dass wir innerlich von innen heraus uns was Gutes tun. Genau, und deswegen, Mädels, immer schön darauf achten, wie ihr mit eurem Körper umgeht, wie ihr, vor allem der Geist spielt auch eine große Rolle, ja, seid immer gut zu euch selber und dann ist alles perfekt. Ja, und wenn ihr Fragen zu den einzelnen Sachen, das war jetzt nur so ein kurzes Runterbrechen, ne, und so ein kurzes euch einfach zu erzählen, so worum es im Endeffekt geht, ne, was im Endeffekt so ein bisschen im Körper funktioniert, weil man könnte da jetzt natürlich Lateinfachsprache irgendwie auspacken, aber will ja kein Mensch hören. Also wenn ihr da jetzt noch irgendwie speziell irgendwie sagt, so, boah, die Omega-Kapseln, das interessiert mich, weil ich entzündliche Prozesse habe oder Berries wegen Haut, Haare, Nägel oder, sprecht einfach euren Mentor an, der kann euch dann immer alles zu erklären, ganz ausführlich. Und genau, bleibt gesund, bleibt fit und macht weiter die Challenge. Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr Süßen.